Guten Adam und herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Diesmal fangen wir an mit der zweiten Runde des Asian Guardians Displays. Habe jetzt vorher das erste aufgemacht, das ist hier das zweite und auch das letzte meine ich. Denn ja, das erste hat mich echt enttäuscht. Also ziemlich viele Doppelungen. Ja, hoffen wir, dass wir hier ein bisschen Abwechslung finden. Ne? Machen wir das gute Ding jetzt mal auf hier. Das ist das gute Stück. Machen wir das auch mal abgerecht hier auf. Das lief diesmal flüssiger als beim ersten Mal. Ja, so schaut das alles schön aus, die Verpackung, aber ich glaube, es interessiert erstmal nicht, sondern eher der Inhalt. So, einmal kurz die Position nochmal bessern hier. So, fangen wir an mit dem ersten Pack. Let's go. So, dann schauen wir mal rein. Ja, ich muss das immer so vorlesen, weil ich das sonst nicht lese durch die Reflexion. Des Glitzer-Effekts hier. Lüsterer Pendel, der Drachobezwinger, Dino Wrestler Punkertropf, Feuerritter Nachladen, Schaden Equals Reptil, Lichtschlange, König der wilden Kobolde und Osakischer Mikais. Gut, den haben wir auch schon häufiger gesehen im letzten Opening. So. Schauen wir mal. Inzahlungsname. Zünder Prominenz der springende Drachobezwinger. Soulfacord Musik, Aufstieg der Schlangengottheit, Sonnenaufgang des Eye Rocks, Wiedergeburt der Viper und Alter, wie ist das geprintet, Alter? Amunesia, die Achtheitskönigin. Sieht cool aus, sieht richtig cool aus, aber sieht ihr das? Das ist so nah an der Box geprintet, also im Vergleich jetzt zur Deckkarte zum Beispiel hat das ja deutlich mehr Abstand, seht ihr das? Witzig. Kann man da vielleicht schon als Print Error oder so bezeichnen, aber gut. Never mind, ist die erste Ultra. Schon mal ganz cool. So. Schauen wir mal weiter. Ich will dieses Gottheit, dieses Boss-Reptilienviech da ziehen, das hier. Hier, was man auch hier sieht. Das oberste hier. Da. Das will ich gerne auch ziehen. Ob jetzt in Collectors Rare oder Ultra, wäre mir jetzt egal, aber ja. Gut, Lüster, Pendel, der Drachobezwinger, Achtheitsruf, Dinos, Power, irgendwas, Osakischer Megakragen, Misolfakord, Eletier, Schlichtschlange und Osakischer Mikkragen. Gut. Oh. Inzahlungsname, böser Drache, Anata, Schädelmeister, sehr schön, Zoha, der Achtheitsunermessliche und Osakischer Mega-Eis, Opfer für den Schlangengott und Achtheitswasserlilie. Coole Juli. Ne, unterdrücke ich erstmal. Achtheitskuhle. Topf der Reichtümer. Misolfakord Elitier. Flogos der Achtheitsunermessliche. Mais, Bassvogel, Paladin, irgendwas. Venom, Zickzack. Solfakord Harmonie. Okay. Also, ich muss sagen, das Set ist nicht meins. Weg gerade. Also, ich weiß nicht. So wenig Karten, die mich interessieren könnten. Ich wollte mich halt ein bisschen überraschen lassen, weil ich nicht wusste, was drin ist. Beim anderen Set, was jetzt bald kommt, Blazing Vortex, so hieß das genau. Beim ersten Video kam ich gar nicht auf den Namen, jetzt kam ich gerade dazu. Darauf, ja, und da sind deutlich mehr Karten vorhanden. Da habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht und ich fände das persönlich viel interessanter als das jetzt zum Beispiel. Genau, Sonnenaufgang über IS Rock, aber wir bleiben positiv. Vielleicht ziehen wir dann doch noch eine gute Karte. Dino Wrestler, Punkertrops, Osakische Fünffachladung, Opfer für den Schlangengott, Schlangenregen. Dienst, Power, irgendwas. Ich glaube, da war was. Oh ne, Nayuna, Achtheitsüberrest. Wo das Centering auch ein bisschen hinüber ist. Also hier oben ist ein bisschen dicker als unten. Aber gut. Ich meine, bei der Karte kann es ja egal sein. Betonung auf kann. Huch, ein bisschen Müll runtergefallen, ist auch egal. Osakischer Mega Grizzly. Venomin, die Königin von irgendwas, Inzahlungsname, Seko, Resolfakord, Dremia, Wirre Augen. Warte mal kurz. Lol. Gut. Egal. Zünster, Prominenz und Keuser, das Achtheitslicht. Das ist, glaube ich, die allererste dieser Art, die wir ziehen, meine ich. Also, ich kann mich jetzt auch nicht recht entsinnen, wie beim ersten Opening, dass sie wenige gezogen haben. Aber das könnte ich nochmal später abchecken. Aber ohne euch, no front an der Stelle. Ja, Lichtschlange, Sonnenaufgang über AS Rocks,
Ursakische fünffache Ladung, Lüsterpendel, Feuerritter nachladen, Zoha und nice. Oha, jetzt, okay Leute, da muss ich euch mal zeigen, wie ja, das Centering verkackt wurde hier. Das ist ja ziemlich fett. Finde ich irgendwie witzig, sieht witzig aus mit dem Off-Centering, aber ja, ja, nehme ich mit. Sieht cool aus, ich mag Bären, Teddybären oder ist immer ganz süß. Ich weiß nicht, was sie kann, aber werde ich mir wahrscheinlich dann später mal anschauen. To the next one. Let's go. Achtheitsruf, Achtheitskuhle, Schlangenregen, Achtheitsursprung, ja. Jedermeister Punkertrops, Mesophagot Elitia und Osakischer McGrizzly. Schön. So, mal vor der Kamera aufmachen hier. So kennt sich das ja. Der mit dem langen Namen. Huch, wirre Augen. Der ebenfalls mit dem langen Namen, Aufstieg der Schlangengottheit, Lüsterpendel, Drachobezwinger, Venomen, der Königin von irgendwas und Sulfagott Karl Gracias. Vielen Dank für die Blumen. So. Schlangen equals Reptil oder gleich Reptil, ich sage es gerne auf Englisch. Zoha, Venomia, Aufstieg, böse Drache. Schädelmeister und wieder so ein Sulfagott-Bitch. Sulfagott-Tonleiter, Osakischer Megakragen, Wiedergeburt der Viper, König der wilden Kobolde, Osakischer Mega-Eis, Osakischer Mega-Grizzly, Osakischer Gleiter. Sehr schön. Wie viel ist es denn eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Steht aber nicht hier drauf, leider. Nee, auf dem Display. Das Handy ist auch gerade nicht in Greifweite. In Reichweite. So, Sulfagott-Musik. Oh shit. Wirre Augen. Langer Name, Phlogos, Opfer, Sulfagott Gaia und Osakischer Megais. Top des irgendwas, Feuerritter, Nachladen, Schlangenring, Schädelmeister. Ups, habe ich schon gespoilert. Nee, das macht keinen Spaß, das Set, muss ich ehrlich gestehen. Es sind zwar viele schöne Karten dabei, aber ich würde die auch gerne mal spielen, so, wenn sie mich interessieren würden. Obwohl Reptilien, wie gesagt, sind nett, aber. Das ist auch nicht so das Highlight für mich. Resulfacord Dremia. Feuerritter Nachladen, vielleicht soll ich auch ein bisschen offener gegenüber anderen Typen sein. Osakischer Mega Grizzly, Schlangenregen, Wiedergeburt der Viper und Osakischer Gleiter. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal 3 Ultras gezogen. Ne? Also ich glaube 3 sind garantiert pro Display, meine ich. Aber ich hoffe, man kann auch 4 ziehen. Das wäre schon viel geiler. König der wilden Kobolde, Achtheit Ursprung. Phlogos der Achtheit Unermetzliche, Sulfagott Gala, Top der Reichtümer in Zahlungsname und Sulfagott Kutia. Sulfagott Musik, Osakischer Megakragen, Jeder Wrestler Punkertrops, König der Wilden Kobolde, Schadenwächter Reptil und Sulfagott Angelia. Sind da echt so wenig Super Rares dabei? Kann das sein? Oder habe ich einfach nur Pech? Weil die wiederholen sich zu krass, das ist gar nicht gut. Gefällt mir gar nicht. Opfer für den Schlangengott, ne? Bossin, Sulfagott, Wiedergeburt der Viper, Sulfagott Galia, Gala, Sulfagott Tonleiter und Kreuze der Achtheitslicht. Ich meine, ich zeige euch mal gleich einen Haufen von dem ersten und zweiten Display jetzt hier gleich. Der Müllhaufen, der hier entsteht. So, machen wir aber gleich, nachdem wir hier fertig sind, ne? Osakische Fünffachladung, Osakischer Mega-Eis, Aufstieg der Schlangengottheit, Achtheitskuhle, Achtheitsruf, Sulfagott Elitia und, wieder schlecht vom Centering, aber Osakischer großer Wagen. Was ist denn jetzt los mit dem Set? Seht ihr das? Das ist ultra verkackt hier. Unten ist es recht schmal und hier oben recht dick. Ja, wie ein Sleeve. Ja, ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ich kann es auch nicht so tun, als wäre ich ne, mega zufrieden. Ich bin halt. Das angeht immer sehr berechenbar, nicht berechenbar, das ist das falsche Wort. Man erkennt es mir einfach an, wenn ich je nach Laune drauf bin. Ne? Wenn ich gut drauf bin, dann merkt man das, dann bin ich mal ein bisschen anstrengender. Wenn ich schlecht gelaunt bin, dann bin ich wie jetzt so ein bisschen, aber gut.
Und oder Kragen. Ey, das ist ja bei fast allen Packs so. Das ist hier übelst dick, Alter. Kann man sich ja da dafür beschweren, kriegen vielleicht ein neues Display, dann würde ich das andere halt zurückschicken. Damit hätte ich kein Problem. Aber ich glaube, das ist nicht möglich, oder? Ich glaube, Konami juckt das eher weniger. Das ist ja auch immer ganz schlecht im Vergleich zu Pokémon-Karten. Alter, wie blöd komme ich das hier bitte auf? Bei Pokémon-Karten ist das selten so der Fall, dass sowas entsteht. Bei Yu-Gi-Oh! Eher mehr, das habe ich erfahren. Schlangenregen, Schaden durch Reptil, Entzahlungsname, König der Kobolde, Sofallkarten Musik und irgendeine andere Zunder. Zunder, Mast, Spast, Ursaka, Mega-Eis, Achtzeits Ursprung, Dinoester, Feuerritter, Nachlan und Sofakot. Eleganz, mal wieder richtig übelst schlecht. Von dem Centering her, so wie jede Karte hier, wie alle Karten hier in diesem verdammten Display. Auch mal. Böse Drache, Anatata, Wiedergeburt, Viper, Zoha, langer Name, Opfer, Lichtschlange und Achtheitswasserlinie. Wie oft wir die schon gezogen haben, will ich nicht wissen. Und das letzte Pack. Ist da vielleicht die Collector's Red drin? Ich glaube nicht. Schauen wir mal rein. Ja. Nein. Okay, das war's, Leute. Daumen nach oben, würde mich freuen. Träumchen. Tschüss.